Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute rede ich über eine Dokumentation namens The End of Meat mit dem Regisseur Marc Pierschel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche und hattet Spaß auf der Veggie World in Düsseldorf, falls ihr da wart. Ich war da. Ich kann euch leider nur noch nicht berichten, wie es war, denn ich habe diese Folge hier am Freitag fertig gemacht, damit ich auf der Veggie World freie Hand habe. Und deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wie es war, aber ich bin sicher, es war super, denn ich weiß ja jetzt schon, wen ich interviewen werde. Aber insofern bin ich sicher, dass es gut gewesen sein worden wird. Ach Gott, Zeitreisen sind so anstrengend, ey. Aber heute reisen wir auch nicht durch die Zeit, sondern um die Welt und zwar mit Marc Pierschels neuer Dokumentation The End of Meat. The End of Meat beleuchtet die Prämisse, was denn wäre, wenn wir wirklich alle vegan werden würden und zeigt vor allem Hintergründe, Entwicklungen und wie sich eigentlich so eine Welt gestalten würde. Es ist ein sehr spannender Film von Marc Pierschel, einem Regisseur aus Münster, den ich auf der Kinotour in Köln abgefangen habe und der sich netterweise vors Mikro hat zerren lassen. Und wir haben ein bisschen geplauscht. Ich will also gar nicht mehr weiter um den heißen Brei herumreden, sondern direkt ins Interview mit Marc Pierschel. Viel Spaß! Mein Name ist Marc Pierschel, ich bin Filmemacher und Autor aus Münster und habe bisher 3 Dokumentarfilme gemacht, 3 abendfüllende Dokumentarfilme und habe vorher das Roots of Compassion Kollektiv in Münster gegründet und den Compassion Media Verlag. Wie kam das denn für dich? Ich meine, 2001 hast du Roots of Compassion gegründet. Das ist jetzt nach veganen Standards, sage ich mal, wo vegan jetzt so seit 2010, 11, 12 boomt. Bist du ja schon quasi einer der ganz alten Hasen. Wie kam das damals für dich, dass du den Schritt gemacht hast, okay, ich will irgendwie meine ethischen Vorstellungen in was, ich sag mal, was jetzt Berufliches umsetzen? Wie kam das für dich? Die Idee war einfach, den Leuten zu ermöglichen, einfach die Botschaft nach außen zu tragen. Also wir haben einfach Buttons gemacht und T-Shirts mit einer klaren Message und einer klaren Botschaft und haben dann die ja, online angeboten auf Demos, auf Konzerten und zusätzlich auch ja, immer versucht, Werbung zu machen für die Tierrechtsidee und für die vegane Idee, also mit Flyern, mit Kuchen, Muffins, die wir verkauft haben. Und die Universalwährung der Welt. Genau, das hat sich dann so weiterentwickelt und dann wurde irgendwann so ein größerer Online-Shop draus und dann kam noch der Verlag hinzu und ja. Mittlerweile bin ich nicht mehr im Kollektiv aktiv, sondern das machen Freunde von mir aus Münster weiter. Aber ich habe mich jetzt quasi aufs Filmemachen konzentriert. Und ich sag mal, vielleicht hast du ja einen anderen Blick auch durch deine Arbeit auf die vegane Entwicklung in Deutschland. Wie schätzt du die ein? Ich meine, wir haben im Film gesehen zum Beispiel Vegans und Jan Bredak und auch Tofu Town, wo man die Entwicklung sieht, dass vegane Märkte teilweise schließen, aber trotzdem der vegane Markt boomt. Wie nimmst du das so wahr? Gerade so im Bereich der letzten, ich sag mal, 10 Jahre. Ja, das ist natürlich eine gigantische Veränderung, die sich hier vollzogen hat. Also wenn ich zurückdenke, als ich vegan geworden bin, da gab es irgendwie Tofu aus dem Glas und ein paar Rezepte im Internet. Und mittlerweile gibt es, weiß nicht, über 200 Kochbücher und Kochblogs. Und es gibt so viele Produkte. Also es war noch nie einfacher, vegan zu werden wie jetzt. Und es wird immer einfacher, weil mehr Produkte erscheinen. Es gibt mehr Restaurants, die vegane Alternativen anbieten. Also vegan ist etabliert. Es hat nicht mehr dieses Stigma, das es mal hatte, dass es irgendwelche verrückten Exoten sind, sondern vegan ist nachhaltiger. Es ist ein anerkannter Lebensstil. Und ich denke, das macht es einfacher für viele Leute, das auch mal auszuprobieren. Viele Leute unterstellen ja der veganen Bewegung, dass es nur ein Trend ist. Hast du da irgendwie das Gefühl, dass diese Entwicklung abnimmt oder zunimmt? Oder? Also ich glaube, es gab einen sehr starken Boom vor ein paar Jahren und dann haben sich so viele Leute enthusiastisch darauf gestürzt und waren vielleicht ein bisschen sehr übermütig und das hat sich, glaube ich, jetzt wieder ein bisschen abgeflacht, dieser extreme Boom. Aber ich denke schon, dass es weiter steigt. Also man sieht das an den Produkten, die rauskommen. Es gibt immer wieder auch lange etablierte Hersteller von anderen Produkten, labeln die Produkte jetzt klar als vegan und es gibt diese Initiative, dass jetzt vegan und vegetarisch über die EU klar definiert wird zum Beispiel. Das macht es nochmal einfacher. Und die steigende Zahl der Flexitarier, also die Menschen, die bewusst auf Fleisch verzichten und vegan, vegetarische Produkte ausprobieren, steigt auch. Also ich denke, es ist ein Trend, der weiter anhält oder eine Bewegung, die vielleicht weiter zunimmt. Als jemand, der seine Passion irgendwie beruflich umgesetzt hat, hast du für Menschen, die das
die ein ähnliches Bedürfnis haben. Hast du Tipps oder irgendwelche Erfahrungen, wo du sagst, hey, wenn ihr das irgendwie umsetzen wollt, denkt am besten mal daran? Oder? Oh, schwierige Frage. Also ich habe ja irgendwie keine wirkliche Ausbildung bei dem, was ich gemacht habe. Also ich habe das Kollektiv gegründet, ohne irgendwas von BWL zu wissen, dass wir vielleicht... Okay, hast du eine Ausbildung? Hast du was, worin bist du ursprünglich? Ich habe Soziologie studiert, okay, und Kulturwissenschaften, aber BWL beschränkte sich wirklich nur auf so einen Guide, den ich mir mal durchgelesen habe. So ein Anfangs- BWL für Dummies. Ja, so ungefähr. Also je größer das natürlich wird, desto komplexer ist das Ganze, aber ich meine, wenn man von einer Idee überzeugt ist und ja, die nötige Passion hat, dann soll man es einfach versuchen umzusetzen. Ich denke, man lernt aus den Fehlern und ja, wenn man wirklich dahinter steht, ist es auch kein Problem, das weiter zu verfolgen und erfolgreich umzusetzen. Super, danke. Wie kamst du denn letztendlich aufs Filmemachen? Du hast dein erstes Buch Vegan geschrieben, 2009 oder 10? 2010. Ein Jahr davor hast du aber schon deine erste Doku Edge gemacht über Straight-Edge-Kultur. Mhm. Wie kamst du zu der Entscheidung, ich habe zwar Soziologie studiert, aber ich mache jetzt Film? Das war eine verrückte Idee. Also wir dachten, es gibt noch keinen Doku über Straight-Edge und warum machen wir keine? Und dann haben wir uns zwei Kameras gekauft, haben uns ein paar Tutorials angeguckt, wie man filmt und worauf man achten muss. Und dann sind wir losgefahren und haben die Interviews gesammelt. Und ich war dann eine Zeit lang irgendwie weg davon, aber dann durch mein Buch Vegan so ein bisschen hatte ich die Idee, das umzusetzen in einen Film, also einen Dokumentarfilm, der so ein bisschen so ein ganzheitliches Bild vom Veganismus abbildet oder versucht abzubilden. Und dann habe ich wieder damit angefangen und habe das so neben meinem Vollzeitjob bei Roots of Compassion gemacht, was vielleicht nicht die beste Entscheidung war, weil es doch sehr, sehr viel Arbeit war. Und deswegen habe ich dann irgendwann den Roots of Compassion Job an den Nagel gehängt und mache jetzt quasi Vollzeitfilme. Weil ich einfach denke, Film ist ein super Medium, um eine Botschaft zu transportieren. Und ja, also Menschen mögen Bilder, bewegte Bilder. Und wenn die leidenschaftlich sind und wenn die irgendwie eine starke Message haben, dann erreicht das viele Menschen als ein T-Shirt oder ein Button, das kann. Und wie siehst du das Thema, also ich sag mal, das Medium Film jetzt? Da hast du jetzt eine sehr traditionelle Route eingeschlagen. Du bist auf Festivals, du machst eine Kinotour in Zeiten von Streaming. Wie ist da dein Feedback? Ich meine, du hast einen persönlicheren Kontakt mit Menschen auf jeden Fall. Wie nimmst du das so wahr? Ja, ich bestehe erst am Beginn der Kinotour, aber es ist natürlich super, mit den Leuten direkt ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was gefällt ihnen am Film, was gefällt ihnen nicht. Und dann also auch so persönlich eine nette Erfahrung, wenn dann Leute zu einem kommen und sagen, hier, ich habe deinen Film Living the Belief gesehen und es war für mich super, weil er hat mich irgendwie gerade in einer schwierigen Phase dazu bewegt, vegan zu leben oder so. Das sind so kleine Geschichten, die hat man dann halt über Streaming nicht. Das ist halt der Film und sitzt man lange vorm Rechner, was man sowieso schon während des Schneidens oder wegen der Postproduktion gemacht hat, und dann ist es da mal ganz schön rauszukommen und dann die Menschen zu treffen, die sich den Film auch wirklich anschauen wollen. Und hast du mit Live and Let Live, mit deiner Doku davor, hast du da, beziehungsweise schon zwei Dokus her, du hast ja noch 184 gemacht, die Doku über Walfang in Island. Ja. Hast du mit den beiden Dokus eine Kinotour gemacht oder war das straight to DVD sozusagen? Ich habe mit Live and Let Live eine kleine Tour gemacht, also es waren so Vorführungen, wo mich dann die Kinos oder Gruppen, Regionalgruppen von irgendwelchen Vereinen eingeladen haben, zum Film zu kommen. Und war dann kurz in den USA zu 20 Vorstellungen oder so. Aber das ist jetzt wirklich bei The End of Meat, da gibt es ja den Verleih Mindchess Pictures, der den Film vertreibt. Und die gehen so den klassischen Weg, also erst ins Kino und dann irgendwann DVD und digital. Black Rabbit Images, ist das deine Produktionsfirma? Okay. Ja. Das bin eigentlich nur ich, aber es klingt einfach besser. Wobei du den Film ja mit deinem Kollegen gefilmt hast, mit einem zweiten Kameramann. Genau, der Jeff Worth. Ja. Hat der den auch geschnitten? Also ist er dein Cutter-Produzent oder ist der einfach zweiter Kameramann? Das war einfach nur der Kameramann, der mir in den USA mitgeholfen hat zu filmen. Jetzt mal eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert, weil ich eben selber aus der Schauspielausbildung quasi komme. Jetzt, wo du Vollzeit-Filmemacher bist, ich weiß, du hast deinen Film über Indiegogo finanziert, über Crowdfunding. Unter anderem, weil ich mitgefundet habe, natürlich. Sehr gerne. Wie finanzierst du dich über diese Zeit? Weil so ein Film, du hast 2014 angefangen, hast du gesagt, den Film zu konzipieren. Jetzt sind wir 2017. Ihr habt keine 5 Millionen Euro Budget gehabt. Wie
Wie finanzierst du dich darüber als Person, sag ich mal? Ja, wir hatten das Glück, Live and Live an Netflix zu verkaufen. Das hat ein bisschen Geld gebracht. Und ja, von der Crowdfunding-Kampagne, das waren 75.000 Euro, war schon recht erfolgreich. Also nicht so erfolgreich, wie vielleicht What the Health auf Indiegogo war. Gut, aber ich meine, ihr habt natürlich auch Flüge noch und nöcher gehabt, Unterbringungen. Ja, Reisekosten waren schon der größte Teil. Schnitt und Co., Musik und gerade Bildrechte, als ich den Film eben gesehen habe und gesehen habe, dass da schon einiges an Stockmaterial auch dabei war, nötigerweise. Und das ist sehr schön eingesetzt, aber das kostet ja immense Summen generell. Ja, also es ist dann schon alles sehr, sehr minimal gehalten. Also teilweise habe ich dann auch Interviews alleine geführt, also zwei Kameras und Ton. Und dann versucht, das Interview zu führen und die Kameras einzustellen. Das war nicht immer so einfach, aber... Ja. Ist halt ein Low-Budget-Projekt, aber ich denke, das Resultat ist ganz okay geworden dafür. Auf jeden Fall. Also du hockst nicht in aus Koks gepressten Wohnwagen. Und nee, okay. Was ich spannend finde an dem Film, weil die, das meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch bei Live and Let Live vorkam, Esther the Wonder Pig, Esther das Wunderschwein, kam vor. Kam, glaube ich, auch in Live and Let Live schon vor, nicht? Okay, dann habe ich sie einfach, war es irgendwie sehr präsent. Egal. Kam auf jeden Fall in diesem Film vor. Und meinst du, dass dieses Einzelschicksal wichtig ist, um Leute zu berühren, auch in diesen Lebenshöfen, um sie aus dieser Masse, aus Tierhaltung irgendwie herauszustellen, dass man mehr Mitgefühl entwickeln kann? Auf jeden Fall. Also gerade die Geschichte von Esther ist so exemplarisch, weil es einfach diese Geschichte ist von dem Schwein, das ja, das ganze Leben von den beiden umgekrempelt hat und dass sie daraus aus der Konsequenz vegan geworden sind und also jetzt hat, weiß ich nicht, Esther über 1 Million Follower auf Facebook. Okay. Und die sind umgezogen auf den Lebenshof und da kommen immer mehr Tiere her, die gerettet wurden aus der Nutztierhaltung. Und es ist einfach ein schönes Beispiel. Und man sieht an den ganzen Reaktionen von den Menschen, wie sehr das doch das Leben von vielen tausend Menschen auf der ganzen Welt beeinflusst hat. Also nur diese eine Geschichte. Und ich glaube, das ist einfach ein super Beispiel. Und auch die Geschichten auf den Lebenshöfen, also die Geschichten der Tiere, die da landen oder gerettet werden und dann auf den Lebenshöfen leben, das sind also einfach super Beispiele, die zeigen, welche Individuen hinter der Massentierhaltung stecken und täglich da ihr Leben lassen müssen. Die Frage, die ja häufig aufkommt und die in deinem Film natürlich auch thematisiert wird, ist dieses, was, wenn denn jetzt alle vegan werden? Da ist ja oft direkt so ein Panikpeh in den Augen der Leute. Ah, wie viele Jobs würden verloren werden, wie viele Tiere. Ich habe oft selber in veganen Diskussionen gehört, ja, wir müssen die Tiere ja schlachten, weil wer kümmert sich sonst um sie? Wie ist da so deine Perspektive? Was wäre denn, und wie begegnest du dieser Frage? Was wäre denn jetzt, wenn morgen plötzlich die ganze Welt vegan wird? Was machen wir denn dann? Ja, also ich finde diese Frage schon sehr, sehr, sehr interessant, weil ich glaube, allein die Vorstellung, dass auf einmal von heute auf morgen die Welt vegan wird, ist so utopisch, als hätte ich mir nicht mal in meinem Film vorstellen können, abzubilden oder auszumalen. Und ich meine, so wird es ja einfach nicht sein. Es wird ja einfach so sein, dass es graduell weniger wird, also dass die Menschen weniger Fleisch essen und dazu nehmen natürlich auch nimmt die Zahl der Tiere ab, die in den Massentierhaltungen existieren. Und es wird einfach weiter sinken und es werden nicht mehr so viel Tiere auf die Welt kommen, Massentierhaltungstiere oder die dann darin getötet werden und es wird einfach langsam abnehmen. Und es wird nicht von heute auf morgen passieren. Das heißt, wir haben plötzlich nicht das Problem, dass wir 56 Milliarden Landtiere plötzlich einschläfern müssten aus Mitleid. Ja. Okay. Was mich noch interessiert, was so die deutsche Bewegung angeht, hast du in irgendeiner Form, du als Person oder in deinen Interviews mitbekommen, dass irgendeine Form von Gegenwind aus der Fleischindustrie kam? Ich meine, bei Cowspiracy zum Beispiel wird ja richtig thematisiert, dass der Filmemacher teilweise irgendwann sogar sein Funding teilweise entzogen kriegt und ein bisschen schissert, was da los ist. Amerika ist natürlich generell so ein bisschen verklagefreudiger und sowas und vielleicht ein bisschen dramatischer, aber hast du da in irgendeiner Form was mitbekommen oder auch von den Produktherstellern? Nee, eigentlich nicht. Also ich meine, die Fleischindustrie versucht sich ja gerade selber so ein Stück vom Kuchen zu sichern, indem sie eigene vegane, vegetarische Produkte herstellen. Was, glaube ich, schon ein Indiz davor ist, dass sie dafür ist, dass sie sich in einer Bredouille sehen oder fühlen. Ich meine, ich habe jetzt auch gehört, dass quasi die Pioniere, die gerade an diesem Kulturfleisch arbeiten, jetzt schon an die Fleischkonzerne herantreten, weil das die vielleicht die sein werden, die es dann im Endeffekt produzieren, weil die einfach die Infrastruktur haben, das
herzustellen. Da sprichst du natürlich direkt das Thema an, was ja auch zum Beispiel bei deinem Auftritt bei Titelthesen Temperamente thematisiert wurde, dass der Kulturfleisch-Teil des Films, ja. Der wird ja sehr intensiv wahrgenommen, hatte ich so das Gefühl, vom Publikum. Ja. Das bedeutet, Kulturfleisch ist also was genau und was bedeutet das? Kulturfleisch bedeutet, die Zellen von einem Tier zu entnehmen, also einem Nutztier zu entnehmen und dann quasi zu vermehren in einer Nährlösung. Und dann, wenn man viele Zellen hat, kann man daraus quasi ein Stück Fleisch erstellen. Und das, was, das wird ja jetzt von vielen Startups, wird ja auch in dem Film gezeigt, wird da viel intensiv dran geforscht. Der erste Burger kostete $250,000. Hast du da Infos bekommen, wie sich dieser Preis entwickelt gerade? Wird es radikal billiger oder meinst du, das braucht noch einiges? Es wird auf jeden Fall sehr rasant billiger, weil es mehr Unternehmen gibt, die daran forschen und sich die, ja, also sich die Entwicklung, die, die Methoden quasi immer verfeinern. Und es gibt mehr Investoren, die darin investieren. Das heißt, der Burger, den Mark Post in dem Film präsentiert hat, der damals noch 250.000 gekostet hat, der liegt jetzt mittlerweile bei 10 Euro. Wow. Aber woran es gerade noch hapert, ist das Verfahren, dieses Fleisch in großem Maße herzustellen. Genau, und das ist jetzt quasi der heilige Gral, an dem alle forschen. Und wer das zuerst entwickelt, hat, glaube ich, so den Schlüssel zu diesem 600 Milliarden schweren Fleischmarkt. Ich finde es sehr spannend, vor allem im Kontrast mit der Algenindustrie, die du ja auch gezeigt hast, wo man wirklich sieht, dass eine Farm von Algen mit einem gewissen Quadratkilometer-Ansatz die ganze Welt ernähren könnte, potenziell. Gleichzeitig werden diese enormen Summen da reingesteckt, wie Fleisch hauptsächlich irgendwie weiter kultiviert werden kann. Das ist schon relativ absurd irgendwo, aber sehr spannend. Marc, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, dass du uns deine Zeit geschenkt hast. Sehr gerne. Wo kann man The End of Meat in der nächsten Zeit sehen? Der Film ist jetzt aktuell auf Kinotour in verschiedenen Städten bundesweit und startet ab 14. September bundesweit in 35 Kinos. Und es ist sehr wichtig, dass alle Leute genau an diesem Wochenende den Film sehen, weil dann die Kinos merken, okay, das wollen viele Leute den Film sehen. Und dann kann es gut sein, dass noch mehr Kinos den Film spielen und mehr Leute in anderen Städten die Chance haben, den Film zu sehen. Und wo kann man sich informieren, wo dieser Film läuft? Auf der Seite vom Vertrieb, das ist mindjazz-pictures.de. Und dann auf Kinotermine klicken, da sind dann alle aktuellen Daten. Marc, ich danke dir herzlich und viel, viel, viel Erfolg. Vielen, vielen Dank. Auf und ins Kino. Mal ein bisschen Netflix und DVDs beiseite lassen und endlich mal wieder ins Kino gehen. Der Film wird in so vielen Kinos gezeigt. Schaut doch mal, wo er in eurer Nähe läuft und unterstützt ihn gerne, indem ihr mal wieder ins Kino geht. Es lohnt sich wirklich. Und schaut auch gerne auf der Seite von Marc nach und von Black Rabbit Images, Mind Jazz Pictures oder auch von Roots of Compassion, was Marc ja mitgegründet hat. Die Links sind selbstverständlich in den Shownotes. Und bei Roots of Compassion gibt es zum Beispiel auch die bisherigen Dokus von Marc, die sich auch alle sehr lohnen. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Nächste Woche starten wir dann mit unserer langen, großen, wundervollen Interviewreihe von Interviews, die ich auf der Veggie World gemacht habe. Und da habe ich die unterschiedlichsten Themen für euch. Von Jackfruit bis hin zu Vegan ist ungesund, dem Comedy-Duo, was momentan ja absolut durch die Decke geht. Es liegen also faszinierende Wochen vor uns. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Montag. Vielen herzlichen Dank und ciao, ciao.